Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Botulinumtoxin in der Neurologie. Ich bin Dr. Dr. Markus Schlomm, ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie an den Fachkliniken Wangen. Und im Folgenden möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick geben über die Einsatzgebiete von Botulinumtoxin bei neurologischen Erkrankungen. Ja, der Vortrag soll wie folgt gegliedert sein. Zum einen soll es um die Frage, was ist Botulinumtoxin überhaupt und wie wirkt es gehen. Des Weiteren um die Frage, wie wird Botulinumtoxin neurologisch angewandt, welche Risiken sind zu beachten und welche möglichen Komplikationen. Der größte Teil wird die Frage sein, für welche Indikationen in der Neurologie wird Botulinumtoxin eingesetzt. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Frage geben, wer bietet überhaupt Botulinumtoxin-Behandlungen neurologisch an? Ja, was ist Botulinumtoxin und wie wirkt es? Nun, Botulinumtoxin ist eines der stärksten Gifte, das es auf dieser Erde gibt. Und es ist letztlich ein bakterielles Ausscheidungsprodukt, nämlich von Bakterien der Gattung Clostridium. Wenn wir schauen, was physiologisch passiert, damit ein Muskel erregt wird und sich kontrahiert, dann spielt der Transmitter, also der Botenstoff Acetylcholin, eine wichtige und an sich die wichtigste Rolle. Und genau da greift Botulinumtoxin ein. Das heißt, Botulinumtoxin unterbindet sozusagen die Ausschüttung von Acetylcholin und vermeidet dadurch die Kontraktion von Muskelzellen. Die resultierende Schwäche von Muskeln nutzen wir therapeutisch in der Neurologie für diverse Indikationen, auf die ich nachher zu sprechen komme. Wir wissen inzwischen auch, dass Botulinumtoxin an sozusagen autonomen Nervenenden eine Wirkung entfaltet. Das heißt, die Aktivität von Drüsen, also Hyperaktivität von Speichel- oder Schweißdrüsen beeinflusst, was wir ebenfalls therapeutisch nutzen. Und ebenso wissen wir inzwischen, dass es auch eine gute Wirkung in der Kaskade der Schmerzentstehung hat, was wir ebenfalls therapeutisch nutzen, wie Sie in der Folge sehen werden. Ja, wie sieht das Botulinumtoxin aus? Nun, das ist ein Molekül von etwa 150 Kilodalton Größe, bestehend aus einer schweren und einer leichten Kette. Dieses Protein ist umgeben von Hüllproteinen, die es vor physikalischen Einflüssen schützen. Dazu gehören pH-Wertschwankungen, Hitze etc. Und wenn dieses Toxin samt seiner Hüllproteine ins Gewebe gelangt, zum Beispiel im Rahmen einer Injektion, dann kommt es eigentlich unmittelbar zur Dissoziation des Toxins von seinen Hüllproteinen, das heißt zur Aufspaltung, und erst in der Folge zur Diffusion, das heißt zur Verteilung allein des Protein- oder Toxinanteils im Gewebe. Wie wird Botulinumtoxin angewandt? Nun, die Botulinumtoxintherapie setzt sozusagen eine strukturierte Vorbereitung und Durchführung voraus, weil es sich ja schließlich auch um einen Eingriff in den Körper durch Injektion handelt. Wichtig ist zunächst die Anamneseerhebung und die körperliche Untersuchung des Patienten, um zu sehen, ob überhaupt eine relevante Indikation für die Botulinumtoxintherapie besteht. Wenn diese Indikation besteht, wird der Patient in der Folge mündlich und schriftlich aufgeklärt über die Komplikationen, die möglich sind und Risiken, die mit der Behandlung einhergehen. Und in der Folge wird das Mittel hergestellt, wir sagen rekonstituiert, das heißt, es wird hergestellt aus der Botulinumtoxin-Trockensubstanz und Zugabe einer 0,9%igen Kochsalzlösung. Danach wird die zu behandelnde Körperstelle desinfiziert und anschließend erfolgt die Injektion der Substanz häufig unter Zuhilfenahme des Ultraschalls in die gewünschten Zielstrukturen. Das können Muskeln, Drüsen oder andere Strukturen sein. Welche Risiken sind bei der Botulinumtoxintherapie zu beachten? Generell lässt sich sagen, dass Botulinumtoxin eine sehr nebenwirkungsarme Substanz ist. Das heißt, wir haben es hier mit sehr wenigen relevanten Nebenwirkungen zu tun. Dennoch muss man auf die wenigen hinweisen. Botulinumtoxin hat wenige Gegenanzeigen. Das eine ist sozusagen eine Überempfindlichkeit gegen das Botulinumtoxin selbst oder gegen
Bestandteile dieses Präparats. Das ist in aller Regel Humanalbumin oder eben Natriumchlorid. Es darf zudem nicht angewandt werden bei Infektionen an den zu behandelnden Körperstellen, um eine Verschleppung sozusagen von Keimen in tiefere Haut- und Muskelschichten zu vermeiden. Da es wenig Daten gibt, hierzu sollte auch grundsätzlich während der Schwangerschaft und Stillzeit auf die Anwendung von Botulinumtoxin nach Möglichkeit verzichtet werden. Ja, was sind unerwünschte Wirkungen, also Nebenwirkungen? Da gibt es zum einen allgemeine Nebenwirkungen, ganz unabhängig von der Anwendung und dem Ort der Anwendung. Das kann ein allgemeines Schwächegefühl sein, das kann Ermüdung sein, bis hin zu grippeähnlichen Symptomen. Das kann, wie bei jeder Injektion sozusagen in den Körper, können das Schmerzen, Schwellungen, Rötungen, kleine Blutungen, Juckreiz an der Injektionsstelle sein. Darüber hinaus gibt es besonders bei Behandlung von Kopf und Hals natürlich noch weitere Nebenwirkungen, die erwähnenswert sind. In einigen Fällen kann es zur Lähmung der Gesichtsmuskulatur kommen, bis hin zum Herabhängen eines Lids, zumindest vorübergehend. Es kann zur Augentrockenheit, zum Augentränen kommen, zur Schwellung des Augenlids oder zur vorübergehenden Augenmuskellähmung und Doppelbildern. In Einzelfällen kommt es zu Schluckstörungen, Mundtrockenheit. Es können auch mal Kopfschmerzen und Schwindel auftreten. Sprachstörungen können auftreten und sehr selten auch Atemnot, die dann eine medizinische Behandlung erforderlich macht. Ja, was ein erwähnenswertes Phänomen im Rahmen einer gerade langfristigen Botulinumtoxintherapie ist, ist die Bildung von neutralisierenden Antikörpern. Wenn Botulinumtoxin über lange Zeit intramuskulär appliziert wird, können solche Antikörper gebildet werden. Wir wissen inzwischen, dass die Häufigkeit der Injektion, die Einzel- und Kumulativdosis, aber auch die Formulierung des Botulinumtoxinpräparats, es stehen verschiedene Präparate zur Verfügung, das sehen Sie nachher, einen Einfluss auf diese Antikörperbildung haben. Was offensichtlich keinen Einfluss hat, ist die Frage, bei welcher Indikation wir Botulinumtoxin einsetzen und über welchen Gesamtzeitraum diese Behandlung erfolgt. Insgesamt empfiehlt sich, eher lange Behandlungsintervalle zu wählen und möglichst geringe Dosierungen von Botulinumtoxin einzusetzen. Ja, kommen wir zum wichtigsten Teil der Frage, für welche Indikationen wird Botulinumtoxin in der Neurologie eingesetzt. Nun, Bekanntheit hat das Botulinumtoxin natürlich vornehmlich aus dem Bereich der kosmetisch-ästhetischen Anwendungen. Das spielt in der Neurologie, wie Sie sich vorstellen können, keine Rolle. Hier geht es um eine ganze Vielzahl neurologischer Erkrankungen, wo wir teils schwerwiegende Syndrome wirksam und sicher verbessern können. Der allergrößte Teil ist der der Spastik, Spastizität nach Schlaganfall, häufiges Problem bei einer so häufigen Erkrankung wie dem Schlaganfall oder der Hirnblutung. Hier behandeln wir in aller Regel die obere und oder untere Extremität, das heißt verschiedene Muskelgruppen, dazu komme ich später noch. Wir können Spastizität auch behandeln im Rahmen einer infantilen Zerebralparese, und genauso gut auch nach Querschnittssyndrom, zum Beispiel nach Unfällen. Eine große Gruppe der Botulinumtoxin-Anwendungsbereiche sind die Dystonien, allen voran die zervikale Dystonie, auf die ich gleich noch genauer zu sprechen komme. Dazu gehören genauso kraniale Dystonien, also Kieferkrämpfe etc., pharyngeale Dystonien, die zu Schluckstörungen führen, spasmodische Dysphonien. Das ist ein Sprechkrampf, der mit Botulinumtoxin behandelt werden kann. Wir haben Schreibkrämpfe und Musikerdystonien. Das sind aufgabenspezifische Dystonien, die gut auf Botulinumtoxin ansprechen und viele mehr. Des Weiteren gehört zu den Anwendungsgebieten das der Spasmen. Dazu gehört der Spasmus hemifacialis, ein halbseitiger Gesichtskrampf, der sehr gut auf Botulinumtoxin anspricht, ebenso wie der Blepharospasmus, der ein- oder beidseitige Lidkrampf und andere Spasmenformen.
Drüsenüberaktivität hatte ich eben erwähnt, ist ein sehr segenreiches Gebiet von schwer betroffenen Patienten. Hypersalivation oder Sialorrhoe, also Speichelüberflusssyndrome, sind sehr gut mit Botulinumtoxin zu behandeln. Hyperhidrosis, also Schweißdrüsenüberaktivität, wird mitunter behandelt, ebenso wie vermehrte Tränensekretion. Zu den weiteren Indikationen gehört die chronische Migräne, wo wir ebenfalls eine gute Wirksamkeit von Botulinumtoxin finden. Bruxismus, also Zähneknirschen, ist mitunter eine Indikation. Tardive Dyskinesien, das sind Bewegungsstörungen nach langjährigem Neuroleptikagebrauch, Tremor, Tics und vieles mehr. Ja, zur Spastizität nach Schlaganfall, sicherlich der allerwichtigste Bereich, aus meiner Sicht zumindest in der Neurologie, für die Anwendung von Botulinumtoxin. Kurz ein paar Daten zur Epidemiologie der Spastizität. Der Schlaganfall als verursachende Grunderkrankung ist eine sehr häufige Problematik in unserem Gesundheitssystem. Wir haben es mit etwa 200.000 Schlaganfällen pro Jahr in Deutschland zu tun. Dazu kommen 70.000 Wiederholungsschlaganfälle pro Jahr. Das ist also eine ganze Menge, Tendenz steigend, muss man sagen. Wir sehen bei etwas über 40% der Patienten im Verlauf eine Spastizität. Circa 100.000 Patienten pro Jahr sind von einer Spastizität betroffen. Und wir erwarten eine Verdopplung dieser Zahlen bis zum Jahr 2050. Ja, wenn die obere Extremität betroffen ist, kann das nicht selten in so einem Muster, wie Sie es hier bei dem Herrn im linken Bildbereich sehen, enden. Wir haben ein typisches Flexionsmuster der oberen Extremität, das heißt eine Beugespastizität der oberen Gliedmaße. Es gibt diverse Muskeln, die hier eine Rolle spielen können, die zu dieser Fehlstellung führen. Darauf müssen wir jetzt nicht einzeln eingehen, aber jedenfalls sind wir als Botulinumtoxinbehandler gefordert, die entsprechenden Muskeln zu identifizieren und dann ultraschallgesteuert die Substanz zu injizieren, was eine deutliche Verbesserung dieser Spastik bewirken kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für die untere Extremität. Auch hier kann es zu spastischen Fehlstellungen kommen durch Muskelüberaktivität eben der Beinmuskulatur. Auch hier kommt es dann in der Folge, wie Sie im rechten Bildrand sehen, zu verschiedenen typischen Haltungsmustern, die große Probleme beim Patienten verursachen im Sinne von Schmerzen, im Sinne von erschwerten Zugängen für hygienische Maßnahmen etc. Und hier zeigt Botulinumtoxin, wie erwähnt, eine sehr gute Wirksamkeit. Ja, die Spastizität ist sozusagen ein häufiges und schwerwiegendes Problem, das gerade nach stationärer Behandlung, da es dort erst auftritt, wenig Beachtung findet, obwohl es eben für den Patienten große Konsequenzen hat. Wir sehen auf neuronaler Ebene bereits nach 10 Tagen Veränderungen, die auf die Entwicklung einer Spastizität hinweisen. Nach 1 bis 3 Monaten können wir klinisch und elektrophysiologisch schon Aussagen machen, ob sich womöglich eine Spastizität entwickelt bei dem Patienten. Nach 6 Monaten haben bereits 27% der Patienten eine Spastizität entwickelt und im weiteren Verlauf sind das bis zu 43% der von einem Schlaganfall oder einer Hirnblutung betroffenen Patienten, also eine ganze Menge. Spastizität nach Schlaganfall ist eng verknüpft mit Schmerzen. Das ist ein großes Problem für die Patienten. Wir haben bei 72% der Patienten mit Spastizität auch mit Schmerzen zu tun, die wir natürlich zusätzlich behandeln, wo aber Botulinumtoxin eben auch eine gute Wirkung zeigt. Und nur bei 1,5% der Patienten ohne Spastizität kommt es zu relevanten Schmerzsyndromen nach Schlaganfall. Wir haben psychische und soziale Komplikationen sozusagen, die die Spastizität für den einzelnen Patienten verursacht, ein vermindertes Selbstwertgefühl, Depression etc. Und wir haben insgesamt eine relevant verminderte Lebensqualität. Ja, für die Behandlung der Spastizität nach Schlaganfall stehen uns verschiedene Präparate zur Verfügung, im Wesentlichen die hier dargestellten drei. Das ist Botox,
Dysport und Xeomin. Die haben unterschiedliche Zulassungen für einzelne Krankheitsbilder und Indikationen, die wir beachten müssen, denn jede Anwendung darüber hinaus entspricht dem Fall eines Off-Label-Uses, das heißt eines individuellen Heilversuchs, der eine Beantragung sozusagen beim Kostenträger erfordert. Die Dystonie. Die Dystonie, wie Sie in der Übersicht gesehen haben, ist ein sehr umfangreicher Bereich der Fehlhaltung und Muskelüberaktivitäten. Die wichtigste, wie erwähnt, ist die zervikale Dystonie, wo es zu Haltungsanomalien der Kopf- und Halsmuskulatur kommt. Wir haben zum Beispiel den Torticollis oben links im Bild oder den Anterocollis, wo sozusagen der Hals aus seiner Achsensymmetrie enthoben ist, genauso wie Kopfhalteanomalien wie den Laterocaput rechts oben oder den Retrocaput links unten, wo es der Kopf und nicht der Hals ist. Das müssen wir ärztlich sozusagen differenzieren und können dann in der Vielzahl, die Sie hier sehen, in der Vielzahl der Ausprägungsformen solcher Haltungsanomalien die entsprechenden verursachenden Muskeln differenzieren, identifizieren und mit Botulinumtoxin behandeln. Da haben sich im Laufe der Jahre gewisse Systeme entwickelt. Ein häufiges und bewährtes ist das COLCAP-System. Es gibt auch andere, wo wir sozusagen gezielt Muskeln auswählen und Botulinumtoxin zugänglich machen können. Ja, der hemifaziale Spasmus und der Blepharospasmus wäre die nächste Indikationsgruppe. Wie ich schon erwähnt habe, handelt es sich beim Blepharospasmus um einen Lidkrampf. Was Sie links im Bild sehen, ist eine Patientin, die beidseits betroffen ist. Hier scheint die Mundmuskulatur auch mitbeteiligt zu sein. Es könnte also auch einen hemifazialen Spasmus entsprechen, der sozusagen eine Gesichtshälfte einbezieht. Und bei der Behandlung mit Botulinumtoxin, die hier auch sehr wirksam ist, steht sozusagen die Behandlung der Muskulatur um das Auge, genauso wie der Stirnmuskulatur im Vordergrund. Bei Patienten mit hemifazialem Spasmus, wo sozusagen die gesamte Gesichtshälfte betroffen ist, wird aber nicht selten auch die Muskulatur im Mundwinkelbereich und das Platysma, das heißt die oberflächliche Halsmuskulatur, mit behandelt. Mit, wie erwähnt, großem Erfolg. Sialorö und Hypersalivation ist die nächste Gruppe. Wie erwähnt, handelt es sich um Speichelüberflusssyndrome, die große Probleme machen in vielen Bereichen. Wie entstehen solche Speichelüberflusssyndrome überhaupt? Nun, zum einen natürlich durch Erkrankungen des Nervensystems. Der erwähnte Schlaganfall und die Hirnblutung spielen hier eine enorm große Rolle. Es kann aber auch ein Morbus Parkinson oder eine amyotrophe Lateralsklerose als Auslöser geben. Und die erwähnte infantile Zerebralparese ist auch nicht selten ursächlich dafür. Andere Ursachen sind Traumata und Tumoren im Kopf-Hals-Bereich, Kiefer- und Zahnfehlstellungen. Und die Sialorö kann durchaus auch die Folge einer längeren medikamentösen Anwendung sein. Ja, was sind die Folgen? Die Folgen sind komplex, muss man sagen. Wer an vermehrtem Speichelfluss leidet und diesen nicht selbst steuern kann, sieht sich einem sozialen Stigma ausgesetzt, soziale Ausgrenzung mit der Folge auch psychischer Konsequenzen, sprich bis hin zur Depression. Wir haben es mit einem erhöhten Pflegeaufwand zu tun, einer eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit des Patienten. Wir haben es mit Entzündungen und Wundheit der Haut zu tun im Gesichtsbereich und in den schwerwiegenden Fällen mit der Gefahr einer Aspiration und einer Pneumonie, sprich einer Lungenentzündung. Was machen wir BOND, also Botulinumtoxinbehandler, bei der Sialorö? Wir injizieren diese Substanz in die Speicheldrüsen direkt hinein unter Ultraschallkontrolle. Das sind in den meisten Fällen die Ohrspeicheldrüse und die Unterkieferspeicheldrüse. In Einzelfällen kann auch die Unterzungenspeicheldrüse mit behandelt werden. Und das zeigt dann über wenige Behandlungen bereits eine deutliche Reduktion der Speichelproduktion. Ja, die letzte große Indikation, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die chronische Migräne. Die Migräne ist, wie
viele wissen, eine sehr schwerwiegende Erkrankung, nicht nur für den betroffenen Patienten, sondern auch aus sozioökonomischer Sicht. Das ist die häufigste Ursache für Behinderung weltweit und die dritthäufigste Ursache für eine Erkrankung unter 50 Jahren. Nur ein geringer Teil der Migränepatienten erhält eine adäquate prophylaktische Behandlung. In sozioökonomischer Hinsicht haben wir es mit einer enormen Ressourcenaufwendung und Kostenentstehung bei der Migräne zu tun, allein durch Wegfall der Arbeitsproduktivität. Und wir sehen bei Migränepatienten hohe Abbruchraten der angewandten Therapien aufgrund schlechter Verträglichkeit und unzureichender Wirksamkeit. Die Diagnose der chronischen Migräne ist streng abgegrenzt, weil sie eben auch für die Behandlung Konsequenzen hat. Und Botulinumtoxin ist ausschließlich für die chronische Migräne zugelassen. Diese erfüllt folgende Kriterien. Es muss ein Kopfschmerz über mindestens 15 Tage pro Monat sein, davon mindestens 8 Tage migräneartig über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten. Und diese Kopfschmerzen dürfen nicht auf eine andere Grunderkrankung zurückzuführen sein. Ja, was wird gemacht bei der chronischen Migräne mit dem Botulinumtoxin? Nun, die standardisierte Anwendung entspricht dem sogenannten Pre-Empt-Schema. Das heißt, wir haben es mit der Injektion in insgesamt 7 Kopf- und Nackenmuskeln zu tun, sodass eine Gesamtheit von 31 Injektionen pro Behandlung entsteht. Die erfolgt etwa alle 12 Wochen und man beginnt in aller Regel mit einer minimalen Dosis von 155 Einheiten Botox. Letzteres hat hier als einziges der eben genannten Präparate eine Zulassung. Im Verlauf kann man die Behandlung etwas individualisieren. Das heißt, es können auch der Okzipitalmuskel am Hinterkopf, der Temporalmuskel im Schläfenbereich oder der Musculus trapezius mit injiziert werden, je nach Ausprägungsform bei dem Patienten. Das Verteilungsmuster dieser Injektion sieht dann wie hier schematisch dargestellt aus. Das heißt, wir haben im Stirnbereich, im Schläfenbereich, im Hinterkopfbereich und im Halsbereich die standardmäßig ausgewählten Injektionspunkte, die sozusagen Triggerpunkten oder möglichen Triggerpunkten bei der Entstehung der Migräne entsprechen. Ja, zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch einen kurzen Überblick darüber geben, wer Botulinumtoxin-Behandlungen anbietet. Das sind in aller Regel Spezialambulanzen von Universitätskliniken, wo Sie Botulinumtoxin-Ambulanzen heute vorfinden. Vereinzelt wird Botulinumtoxin auch im Bereich niedergelassener Praxen angewandt. Und es gibt inzwischen eine Reihe von Botulinumtoxin-Ermächtigungsambulanzen. Hier ist meine eigene zu nennen in den Fachkliniken Wangen in unserer Klinik für Neurologie, aber auch die meines Kollegen in unserer Rehabilitationsklinik Bad Wurzach, wo wir Patienten in den an sich allen dargestellten Indikationen mit Botulinumtoxin behandeln. Dies als kleiner Überblick. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.